Wenn man sich das Foto einer Boeing 707 aus dem Jahr 1960 anschaut und dann ein Foto von einem A350, der gerade mal ein paar Jahre alt ist, dann muss man nun wirklich kein Genie sein, um zu erkennen, welche Maschine hier jetzt die ältere von beiden ist. Da hat sich in den letzten knapp 60 Jahren bei den Flugzeugen schon durchaus etwas verändert, aber wenn man da mal ehrlich ist, so wirklich grundsätzlich getan hat sich eigentlich genau gar nichts. Und das liegt nicht daran, weil man die perfekte Flugzeugkonstruktion schon gefunden hat und sie einfach immer und immer wieder produziert, Jahr für Jahr. Und genau deswegen ist es doch schön, hier mal wirklich etwas Neues gezeigt zu bekommen. Dieses Bild hier hat in den letzten Tagen für massig Diskussionen gesorgt und was es damit jetzt auf sich hat, das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Und damit viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen und ganz entspannten Video am Sonntag. Ich hoffe, es geht euch gut. Also ihr habt wahrscheinlich eben schon recht schnell verstanden, worauf ich hinaus möchte. Wenn man sich die 60 Jahre alte 707 auf der einen Seite anschaut und dann den knapp 5, 6 Jahre alten A350, dann hat sich dann natürlich ordentlich etwas getan. Beispielsweise beim Antrieb, bei den Triebwerken des Flugzeuges. Die laufen heute mittlerweile in einer so hocheffizienten, hochgezüchteten Variante. Die Dinger, die da heute unter den Tragflächen hängen, die haben selbstverständlich nicht mehr sonderlich viel mit den Triebwerken der damaligen 707 gemeinsam, auch wenn das eigentliche Prinzip dahinter letztendlich doch irgendwo das gleiche geblieben ist. Aber auch beim Thema Komfort für die Passagiere hat sich selbstverständlich so gut wie alles geändert, was auch daran liegt, dass sich das Fliegen an sich über die Jahre geändert hat. Aber so Themen wie schnelles Internet für alle Leute an Bord oder Live-TV auf 13 Zoll Bildschirmen in der Economy Class oder einfach gestiegene Luftfeuchtigkeit, besserer Kabinendruck, wie auch immer, das klingt schon alles gar nicht so unmodern. Dazu erreichen die modernen Flugzeuge, wie eben beispielsweise der Airbus A350, auch auf den wirklich langen Langstrecken, bei denen der Treibstoff für die letzte Flugstunde ja auch die 13 Stunden davor erstmal mitgeschleppt werden muss, durchaus pro Passagier pro 100 geflogenen Kilometern Verbräuche von deutlich unter 3 Litern. Das ist schon ganz ordentlich und das ist wirklich gut, keine Frage, da hat man viel erreicht, aber es ist eben noch lange nicht gut genug. Umwelt- und Klimaschutz ist auf jeden Fall auch in der Luftfahrt langfristig gesehen tatsächlich das wichtigste Thema, das entscheidende Thema. Und auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen anders aussehen mag, langfristig ist ein teures, neues, aber dafür deutlich effizienteres Flugzeug auch durchaus wirtschaftlich attraktiv. Um Betriebskosten in der Luftfahrt immer weiter senken zu können, wird man früher oder später selbstverständlich, das ist gar keine Frage, da wird man auch wieder bei den Besatzungen ankommen, bei der Kabinenbesatzung, genauso wie auch bei den beiden Piloten, die da vorne sitzen. Stichwort Ein-Mann-Cockpit oder sogar autonomes Fliegen. Aber nichtsdestotrotz, der Treibstoffverbrauch, die Treibstoffkosten, das bleibt immer ein wirklich treibender Faktor bei diesen Betriebskosten. Jetzt also immer und immer effizienter zu fliegen, das hat also aus vielerlei Hinsicht wirklich große Vorteile und es ist auch durchaus für die nahe Zukunft die realistischere Option, als gar nicht mehr zu fliegen. Um auf die 707 und den A350 zurückzukommen, da hat sich selbstverständlich etwas verändert. Einer der größten Unterschiede natürlich besteht im Material, mit dem man diese Flugzeuge gebaut hat. Die grundlegende Art und Weise, wie diese beiden Flugzeugtypen konstruiert sind, die ist dann aber doch ziemlich identisch. Beide Maschinen sind mit einem Rumpf für Fracht und Passagiere unterwegs, der ist mehr oder weniger kreisrund und das ist auch mehr oder weniger über die gesamte Länge des Rumpfes gleichbleibend. Tiefdecker mit einem möglichst kreisrunden, langen Rumpf, das Ganze zwischen zwei Tragflächen. Das höchste der Gefühle war da vor knapp 70 Jahren noch der Wechsel auf den Jetantrieb bei den Passagiermaschinen. Dann war vielleicht nochmal die ein oder andere Maschine als Schulterdecker konzipiert und nicht als Tiefdecker. Aber eigentlich hat sich dann diese Art und Weise, Flugzeuge zu bauen, das hat sich dann über die Jahre durchgesetzt in der Passagierfliegerei. Und das sah bei der 707 schon genauso aus, wie es heute auch noch beim A350 aussieht. In den letzten Jahren gab es dann immer wieder verschiedene Entwürfe und Ideen für die Zukunft, beispielsweise vom europäischen Flugzeugbauer Airbus. Ist ja durchaus interessant, was die sich so für das Jahr 2050 vorstellen, sieht aber alles noch sehr, sehr abgespaced aus. Aber warum auch nicht? Mittlerweile gibt es allerdings auch schon ziemlich strikte Vorgaben, die für die Zukunft beim Thema Umwelt- und Klimaschutz in der Passagierfliegerei schon mal so einen gewissen Rahmen vorgeben. Diese Vorgaben kommen von der ICAO, von der International Civil Aviation Organization. Die hat man sich quasi selbst gegeben und diese Vorgaben besagen eben, dass man ab dem Jahr 2020, also bereits ab dem nächsten Jahr, klimaneutral in der Fliegerei wachsen möchte und bis zum Jahr 2050 den CO2-Ausstoß in der Fliegerei um die Hälfte reduzieren will. Das soll unter anderem mit Hilfe von synthetischen Treibstoffen, mit Elektroflugzeugen oder eben mit einer Revolution im Flugzeugbau, in der Flugzeugkonstruktion erreicht werden.
Gerade für die Langstrecke wird es allerdings nicht so wirklich schnell in naher Zukunft Elektroflugzeuge geben, da man aktuell zumindest viel zu große und damit auch viel zu schwere Batterien bräuchte, um eine mit einem heutigen Langstreckenflugzeug vergleichbare Reichweite erzielen zu können. Aber das kann sich ja durchaus in den nächsten Jahren grundlegend ändern. Nichtsdestotrotz, da sind synthetische Treibstoffe am besten auch noch in Kombination mit einem revolutionären Flugzeugbau, in Kombination mit einer Revolution in der Flugzeugkonstruktion, das ist da durchaus wahrscheinlicher. Und da wird es jetzt interessant, denn da liefert die Technische Universität Delft aus den Niederlanden in Zusammenarbeit mit der Fluggesellschaft KLM einen wirklich interessanten Entwurf. Der allein dadurch, dass er auf den computeranimierten Bildern, die von diesen Flugzeugtypen jetzt aktuell so durchs Internet flattern, dadurch, dass er dort eine KLM-Bemalung trägt, dadurch wirkt das Ganze schon mal sehr viel realistischer als all das, was man sonst gesehen hat. Es geht dabei erst einmal hauptsächlich um ein Passagierflugzeug ohne eigentlichen Rumpf. Eine durchaus schon mal dagewesene, wirklich simple, aber dennoch geniale Idee. Diese spezielle Idee hier, das fliegende V, das geht dabei zurück auf einen Entwurf des Studenten Justus Benaert oder wie auch immer sein Nachname ausgesprochen wird. Wir bleiben erst einmal bei Justus. Der hat sich dazu schon vor ein paar Jahren wirklich ausführliche Gedanken gemacht und dazu seine Abschlussarbeit im Jahr 2015 an der Technischen Universität in Berlin geschrieben. Weiterentwickelt und weiter untersucht wird dieser Entwurf, diese Idee, jetzt also an der Technischen Universität Delft in den Niederlanden mit Unterstützung der KLM. Das, was man da jetzt also auf diesen Bildern sehen kann, das ist gar nicht unbedingt etwas wirklich Neues, sondern das geht jetzt nur noch mal richtig groß durch die Medien. Wenn ihr euch noch weiter für diese Idee interessiert und wirklich mehr darüber wissen wollt, dann empfehle ich euch die Internetseite des guten Mannes. Die habe ich euch wie immer, wenn ich es nicht vergessen habe, unten in der Videobeschreibung verlinkt und dort findet ihr eine ganze Menge wirklich interessante, ausführliche Dokumente zu dieser Idee, zu diesem Entwurf, wo alles mal erklärt wird, warum das so ist, wie es da jetzt gerade ist. Die grundlegende Idee dahinter, wie eben bereits gesagt, ist tatsächlich relativ einfach. Heute sitzen Passagiere und Fracht in einem Teil des Flugzeuges, welcher ja nicht wirklich zum Auftrieb der Maschine beiträgt. Ohne Tragflächen kann der Rumpf nun mal nicht fliegen und ein Blick auf die Boeing 787 im Flug reicht aus, um zu erkennen, dass an diesen beiden Tragflächen, die an diesem Rumpf dranhängen, ganz ordentliche Auftriebskräfte wirken, um den schweren Rumpf, der nicht zum Auftrieb beiträgt, um diesen jetzt mit all der interessanten Nutzlast an Bord, um diesen jetzt wirklich tragen zu können. Genau diese Konstruktionsweise des Flugzeuges bringt jetzt vor allem an den Verbindungspunkten zwischen den einzelnen Teilen, also an den Verbindungspunkten zwischen Tragfläche und Rumpf, einige nicht zu unterschätzende Probleme mit sich. Wie man die Probleme umgeht, das sieht man dann am besten beispielsweise beim A380. Dort sieht die ganze Struktur, die Tragflächenwurzel des Fliegers, das sieht da trotz modernem Leichtbau doch wirklich alles andere als leicht aus. Das ist verdammt massiv. Und wie soll es denn auch anders funktionieren? Das ist jetzt natürlich wirklich nur auf das Allereinfachste runtergebrochen, aber ich glaube, der Gedanke dahinter, der wird relativ schnell klar. Bei einem Flugzeug, bei einem modernen, aber konventionell gebauten Flugzeug, bleibt das mit der Struktur, mit der massiven Struktur, damit das so überhaupt funktioniert, das bleibt immer ein Kompromiss. Und genau das, diese Problematik, die umgeht man jetzt mit dem fliegenden V, denn dort sitzen Passagiere und Fracht nicht mehr in einem Teil des Flugzeuges, welcher nicht am Auftrieb beteiligt ist, sondern in einem Teil des Flugzeuges, mit dem durchaus Auftrieb erzeugt wird. Also Passagiere und Fracht befinden sich hier quasi in der Tragfläche. Das sorgt ganz einfach dafür, dass dieses Flugzeug im Vergleich zu konventionellen Maschinen entweder deutlich leichter gebaut werden kann oder aber, dass das Flugzeug für in Anführungszeichen die gleichen Kosten, für den gleichen Preis deutlich mehr Nutzlast mit sich tragen kann. Für dieses spezielle fliegende V hier wird jetzt ungefähr eine Größe angedacht bzw. mit einer Größe gerechnet, die etwa dem A350 von Airbus entspricht. Also Platz für knapp 310, 320 Passagiere und bis zu 160 Kubikmeter Fracht. Im Vergleich zum A350 soll man mit dieser Maschine hier allerdings nochmal knapp 20% effizienter fliegen können. Und das ist ja durchaus nochmal ein großer Unterschied. Und dazu kommt, was ja auch immer wichtiger wird, vom Boden aus gemessen, soll die Maschine auch noch deutlich leiser sein als ein A350. Da sich die Triebwerke, die sich ja von vorne gesehen auf dem Flugzeug obendrauf befinden, auf dieser Tragfläche obendrauf befinden, die befinden sich dann ja quasi von unten gesehen hinter dem eigentlichen Flugzeug. Diese Konstruktion soll also ganz nebenbei auch noch eine ganze Menge Lärm abschirmen. Um aerodynamische Schwächen dieser etwas wilden Mischung aus Delta-Flügel und Nurflügler und auch irgendwo Normalflugzeug, um da jetzt diese aerodynamischen Schwächen, die sich vor allem im Langsamflug, also kurz nach dem Start bzw. kurz vor der Landung zeigen werden, um das ein bisschen ausgleichen zu können, hat man an den Tragflächenenden Tragflächen angebracht, die durchaus vergleichbar sind mit denen, die man heute auch an einem konventionellen Flugzeug findet.
Der Entwurf ist wirklich interessant, oder? Und dass sich damit auch wirklich ernsthaft auseinandergesetzt wird, das zeigt sich unter anderem daran, dass der europäische Flugzeugbauer Airbus sich mittlerweile schon ein Patent für die Idee des einstigen Praktikanten gesichert hat. Es wäre doch wirklich höchst spannend zu beobachten, wenn man sich knapp 20% zusätzliche Effizienz im Vergleich zum A350 oder dann wohl auch im Vergleich zur Boeing 787, wenn man sich das durch ein so gebautes Flugzeug sichern würde oder nicht. Die Veränderungen, die mit einer so gebauten Maschine einhergehen, die werden ja wohl kaum größer sein, als das vor ein paar Jahren mit dem A380 war, zumindest was das Thema Flughäfen und Infrastruktur angeht. Die größte Hürde bei einem so neu gebauten, revolutionär gebauten Flugzeug stellen dann aber sicherlich die Entwicklungs-, Test- und Zertifizierungskosten dar. Aber wenn man das heutige konventionelle Konzept immer und immer weiter ausreizt, und das macht man ja mit großem Tempo, dann wird man früher oder später nun mal in die Schublade greifen müssen und so eine Idee könnte dann gerade für Unterschallpassagierflugzeuge wirklich wichtig werden. Also wirklich spannende Jahre, die da noch auf uns zukommen. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung dazu. Glaubt ihr, so ein Flugzeug wird vielleicht in 10, 20 Jahren hier tatsächlich durch die Gegend fliegen? Schreibt da gerne mal ein bisschen was zu in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und dann soll es das damit für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe wie immer, dass ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren. Und sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.